Wer sich auf den Weg macht, einen kirchlichen, pastoralen Beruf in unseren Tagen zu ergreifen, der wird natürlich damit konfrontiert, dass das Bild, das von der Kirche in der Gesellschaft da ist, kein positives ist. Ich bin Michael Gerber, bin seit 2019 Bischof des Bistums Fulda, komme ursprünglich aus dem Erzbistum Freiburg und bin in der Deutschen Bischofskonferenz in der Kommission 4, das ist Berufe der Kirche, kirchliche Dienste, Ordensgemeinschaften, zuständig für einen ständigen Diakonat, und in der Jugendkommission bin ich der Ansprechpartner für die beiden Pfadfinderverbände. Wer sich auf den Weg macht, einen kirchlichen, pastoralen Beruf in unseren Tagen zu ergreifen, der wird natürlich damit konfrontiert, dass das Bild, das von der Kirche in der Gesellschaft da ist, kein positives ist. Dafür sein Gesicht, dafür seine Person hinzugeben, das ist ein großer Sprung. Und sich auf den Weg zum Priestertum, aber auch auf den Weg zu einem Ordensleben und auch auf den Weg in den pastoralen Dienst als Gemeindereferentin und als Gemeindereferent zu begeben, setzt voraus, dass ich mein Leben einsetze. Mein Leben einsetze für Menschen, mein Leben einsetze auch in der Nachfolge Jesu. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung zu sagen, ich setze mich da ganz ein. Ich habe natürlich als Regens sehr oft erlebt, dass Seminaristen zu mir gesagt haben ich habe erkannt, das Zölibat, die Lebensform der Ehelosigkeit, die passt für mich so nicht. Und ich habe dann diese Menschen oft begleitet, in eine andere Weise auch in der Kirche tätig zu sein. Und ich bin sehr dankbar, dass viele von ihnen auf andere Weise, ob haupt- oder ehrenamtlich, sich jetzt in der Kirche engagieren. Grundsätzlich ist es für uns als Kirche eine wichtige Frage. Die Ehelosigkeit, der Zölibat ist ja gelebte Ehelosigkeit, ist die Lebensform, in der Jesus selbst gelebt hat, in der Menschen in der Nachfolge seit Anfang an immer wieder leben. Und ich glaube, das, was wir in unserer Kirche brauchen, ist eine wechselseitige Wertschätzung von Ehe und Ehelosigkeit. Machen wir uns nichts vor, auch die Ehe als Weg ist ja sehr stark angefragt. Und ich glaube, dass es für uns als Kirche sehr wichtig ist, dass wir Menschen haben, die sehr bewusst Ehe und auch Ehelosigkeit gehen in einem christlichen Verständnis. Ich habe für mich gespürt, auch die Lebensform der Ehelosigkeit lebe ich nicht allein, sondern ich möchte sie in Gemeinschaft leben. Ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft von Priestern der Schönstattbewegung, eine Gruppe, wo wir uns sehr regelmäßig treffen, wo wir intensiv auch über die sozialen Medien in Austausch sind. Und ich lebe hier auch im Bischofshaus in Vita Communis, also in einer geistlichen Gemeinschaft mit einem Mitbruder, der bereits schon pensioniert ist. Und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft auch. Ich denke, auch diese Lebensform der Ehelosigkeit braucht stärker als bisher die Erfahrung, da auch geistig vernetzt zu sein mit anderen Menschen. Wir investieren mit unserer Arbeit in Menschen, wir investieren in die Entwicklung von Persönlichkeiten, wir investieren gerade im karitativen Bereich auch dahin, dass Menschen, die benachteiligt sind, bessere Lebenschancen haben, ihr Potenzial entfalten können. Und wir versuchen, Menschen ein Fundament mitzugeben, ein Fundament in der Spiritualität, das ihnen einen tiefen Halt gibt, gerade in einer Zeit, die von so vielen Umbrüchen geprägt ist. Ich glaube, für heutige Jugendarbeit ist wichtig, dass Jugendliche einerseits vor Ort etwas erleben, aber zugleich auch immer wieder in größerer Gemeinschaft zusammenkommen, weil sie dann andere Menschen erleben, weil sie dann erleben, mit anderen Menschen kann ich vielleicht nochmal über Fragen sprechen, wo ich mich vor Ort nicht traue, das zu tun. Und da setzen wir hier im Bistum Fulda schon Akzente. Da gibt es den Diözesanweltjugendtag, der hier eine breite Tradition hat, auch von vielen Menschen wahrgenommen wird. Da gibt es eine Veranstaltung wie Praise im Park, das ist bei den Hünfelder Oblaten von verschiedenen Gemeinschaften gestaltet. Und ich glaube, gerade dieses Zueinander von ich mache was vor Ort und ich gehe irgendwo hin, wo ich andere Leute treffe,
das ist etwas, was Zukunftspotenzial hat.